Dankeschön. Ich bin bei dir. Tag und Nacht, sagt der liebe Gott. Also ich bin der gute Hirte und dir wird nichts mangeln. Mein Thema heute ist, du musst wählen. Du musst wählen. Ich habe diese Tage also Unterlagen bekommen für die Wahl im Februar hier, weil die Berliner ja falsch gewählt haben, anscheinend falsch gewählt haben. Die müssen nochmals wählen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und täglich müssen wir uns entscheiden. Täglich muss ich wählen, ob ich will oder nicht. Täglich muss ich wählen. Wir müssen wählen, was wir essen. Wir müssen wählen, wen wir heiraten. Wir müssen wählen, wo wir wohnen werden. Wir müssen wählen, ja, was wir tun werden. Wir müssen immer wählen. Wir sind immer in der Wahlveranstaltung, wo wir hingehen, ob wir links abbiegen oder rechts abbiegen. Ich muss wählen. Und in Johannes Kapitel 15, Vers 16 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ja? Damit ihr viel Frucht bringt und eure Frucht auch bleibt. Erwählte Gottes müssen ständig wählerisch sein. Was werden wir heute tun? Wo werden wir hingehen? Wie werden wir uns entscheiden? Was werden wir unternehmen? Für uns ist das Beste gerade gut genug. Ich muss wählen. Ja, ich wähle jeden Tag ganz neu, wenn ich aufstehe. Dies ist der Tag. Was werde ich heute alles noch unternehmen? Was ist heute dran? Ja. Ich muss die richtige Wahl treffen. Ich muss sehr anspruchsvoll sein und ich muss nicht jeden Ramsch annehmen, ich muss mich entscheiden, das nur nebenbei. Ja, du musst dein Leben im Griff bekommen, das ist, worüber ich heute sprechen möchte. Die Höhen und die Tiefen selbst kennenlernen und selbst erwählen, erwählt, wem ihr dienen wollt. Und Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja. Wir sind bewusst und unbewusst manchmal. Manchmal sind wir der Sündenbock der ganzen Familie. Erwählt, wem ihr dienen wollt. Ja. Die Engel auf Erden, die haben eine Berufung. Sie müssen nur ausführen, was der liebe Gott gesagt hat. Ein Engel auf Erden. Vielleicht bist du auch ein Engel auf Erden nur. Ja, und tust nur das, was Gott will. Aber wir müssen wählen den richtigen Weg, den guten Weg, den bewährten Weg. Für dich gibt es keine Alternative. Wir sind alternativlos. Gott hat dich geschickt, so wie den Josef einmal nach Ägypten, um die ganze Familie zu retten vor dem Hungerstod. Da ist irgendwo im Mittelmeer eine Katastrophe ausgebrochen. Die Brüder haben gedacht, ja, wir brauchen Gott nicht. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. So haben die DDR-Leute mal geglaubt. Ja, aber plötzlich bist du blank, plötzlich bist du in der Notsituation und plötzlich musst du Brot und Korn kaufen woanders, hier die Brüder in Ägypten, ohne zu wissen, warum das alles so passiert. Viele sündigen
und haben sich versündigt an ihren Brüdern und Schwestern, was auch immer es sei. So, ich möchte darüber sprechen, warum manche Notsituationen durchmachen müssen. Ja, Gott ist, der uns lenkt, der uns steuert, der uns bewahrt, was auch immer sein möge. Ja, die Brüder haben sich versündigt an Josef und derweil wussten sie nicht, dass sie im Willen Gottes sind. Sie haben sich versündigt an ihren Bruder, verkauft nach Ägypten. Kennst ja die Geschichte, was auch immer ist. Ja, und sie zu retten vor dem kommenden Hungerstod, was auch war. Verstehe deine Sendung, deine Berufung, warum du manchmal Schweres durchmachen musst. Du musst deine Familie retten. Ja, du bist auf dieser Welt zur Rettung deiner Familie, deiner Sippe, deiner Gesellschaft. Hadere nicht mit deinem Schicksal. Nimm deine Berufung, deine Sendung an. Die Welt braucht immer einen Sündenbock, einen Prellbock, so wie der Josef in Ägypten. Der wurde verkauft, aber dort wurde nachher nach ein paar Jahren Ministerpräsident, der über die ganzen Getreidesilos verfügte. Ja? Und der sorgte dafür, dass seine Familie gerettet wurde. Du bist dafür da, dass deine Familie gerettet wird. Du wunderst dich, warum falle ich aus der Reihe? Warum bin ich anders wie die anderen? Ja, und jede Familie hat einen Engel. Entschuldigung, jede Familie hat einen Heiligen. Ja, der gar nicht zu der Familie passt. Ja, und der wird von Gott berufen, um die Familie zu retten. Der Engel ist immer da, das schwarze Schaf zuerst einmal, tanzt aus der Reihe, ist genau entgegengesetzt, total anders als die anderen, so wie dieser arme Josef, wird verkauft, von den Brüdern in die Pfanne gehauen und so weiter. Und die Brüder denken gar nicht, was sie mit dem Kerl machen. Ja, die Familie stößt vielleicht ihren Retter raus aus der Familie, verkaufen nach Ägypten, so wie den Josef, weil er ein Fremdkörper war. Du kannst nichts dafür, dass du deine Familie dich so behandelt, aber du bist für die Rettung deiner Familie da, in aller Liebe. Erkenne deine hohe Berufung, dein Ziel. Du kannst nichts dafür. Da kannst du dich noch so anstrengen, wie du willst. Ja, du hast eine göttliche Bestimmung für dein persönliches Leben zur Rettung deiner Familie vor dem Hungerstod. Du kannst nichts dagegen machen. Selbst wenn du noch so brav und gut und heilig bist, ja, du kannst nichts dafür. Gott hat dich erwählt, damit du deine Familie rettest. Entschuldigung, dass ich das dir sage. Die meisten haben gar nicht begriffen, wofür sie da sind. Die denken, ich bin nur da für mich selber. Nein, du bist für deine Familie da, für deine Angehörige. Ja, oder hier dieser David, der dann zu dem Schlachtfeld kommt und sieht den Goliath da ganz groß, wie der da trotzt und protzt und sich da ausgibt. Ich bin der Größte, der Schärfste, der Geilste. Und dann fragt Goliath David, wer ist dieser Unbeschnittene? Ja, und die Brüder unterstellen dem David, ja, du bist nur gekommen, um den Krieg zu sehen. Du bist nur neugierig. Viele wissen gar nicht, warum sie auf dieser Welt sind. Josef wurde verkauft, weil er zu der Familie nicht passte, weil er von der Familie oder für die Familie bestimmt war. David passte auch nicht zu seiner Familie. Er war von Gott für was ganz was anderes bestimmt, dass er die Wenderschaft, den Goliath erledigt und den Goliath fertig macht. Ja, du musst deine Lage, deine Situation nur verstehen und dann kannst du weiterleben, so wie der Josef oder der Goliath und hier der David. Wenn du es nicht verstehst, bist du immer hin und her gerissen, haderst mit deinem Schicksal. Wofür bin ich denn da? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Ich bin nur der Sündenbock, das schwarze Schaf in der Familie. Akzeptiere deine Bestimmung. Mach es wie Josef. Ja, von ihm heißt es, als er ins Gefängnis war, ihr gedachtet böse von mir, aber Gott hat es gut gemeint, hat Gedanken des Friedens mit einem gehabt. Siehe die Gedanken Gottes in deinem Leben. Es ist nicht einfach, in dem Willen Gottes zu sein, den Willen Gottes zu tun und zu erkennen, nicht gewollt zu sein, nicht erwünscht zu sein, immer der Geringste zu sein, immer der Verachteste, der Niedrigste, so ja, irgendwo nebenbei laufen. Lerne die Langlebigkeit, bleibe auf der Linie Gottes, auf der Spur Gottes, bleibe bei deiner Berufung, was Gott dir gelehrt hat. Ich bin zu was anderem berufen, ich weiß gar nicht so was, aber zu was anderem. Was das andere ist, weißt du vielleicht heute noch gar nicht. Ja? Verstehe die Führung Gottes, die Wege Gottes in deinem Leben. Bleibe bei der Entscheidung und der Erwählung. Ja? So wie Gott einen geführt hat. Josef wurde so geführt, auf diese Art und Weise.
Warum er in diese Familie hineingeboren ist, was ist auch der Sinn seines Lebens war. Er hat sich Gott gefügt. Füg dich dem Willen des Herrn. Bleibe bei deiner Entscheidung. Wie bei deiner Ernährung, bei deinem Rhythmus. Bleibe positiv, bleibe im Willen Gottes. Sei nicht so streng mit dir selbst. Wozu bin ich da? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das weißt du vielleicht heute nicht. Aber hernach wirst du es erfahren, in aller Liebe. Und sei kein Pharisäer, auch wenn du den Willen Gottes noch nicht kennst, ja, und noch nicht so weit bist. Bleibe bei Jesus. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich bin bei dir, haben wir in diesem Lied gehört. Ich bin jeden Augenblick bei dir. Du bist nicht allein. Du wirst geführt, geleitet, versorgt. Gott hat einen Plan für dein persönliches Leben. Lass dich von den Brüdern und Schwestern dich nicht beirren. Bleibe kein normaler Jude, sondern lebe im Willen Gottes. Der Herr hat mich gewollt. Ich bin im Willen Gottes. Ich bin in diese Familie hineingeboren. Auch wenn du ein Fremdkörper bist, nicht erwünscht, nicht gewollt. Ja. Wisse, alles in deinem Leben ist nur vorübergehend. In Ägypten interessiert sich niemand für Josef. Ja, er war einer von den vielen Sklaven, die dort verkauft worden sind. Ein Sklave im Haus des Potiphars. Dann war er im Gefängnis für ein paar Jahre und war sogar vergessen. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hat einen Plan für sein Leben. Als der Pharao träumt, dann bekommt er die Offenbarung, was der Wille Gottes ist. Im Mittelalter waren die Juden für alles nur Schuld und Sündenböcke. Lebe dein Leben und bleibe normal. Werde nicht zu fromm, zu heilig. Ja, ich bin ja für was anderes bestimmt. Nein, du bist bestimmt, um deine Familie zu retten. Denn ich und mein Haus, wir wollen selig werden. Lass dich nicht drüber ziehen in das Lager der Scheinheiligen. Bleibe ein Mensch. Nimm nicht deren ihr Etikett an. Vertraue Gott. Auch wenn du Schwierigkeiten hast, angefochten wirst, verfolgt wirst, wie Paulus, verstehst du? Du fragst, warum das alles? So viele Leute fragen sich, warum? Hör doch auf zu fragen, warum? Gott hat einen Plan für dein persönliches Leben. Du wirst verdächtigt und dir wird alles Mögliche unterstellt. Ja? Wer wirklich verfolgt wird und so weiter, wer hinter jedem Ding irgendwie verdächtigt wird und so weiter, hinter jedem, die Juden, die Pharisäer, die selbstgerechten, die Scheinheiligen, die Superfrommen hinterher sind. Ja, der Teufel weiß, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Und für jeden Menschen hat er einen Plan, auch für dich. Die Heiden, denen ist es egal, die interessiert es Dreck, was mit ihrem Leben passiert. Aber die Juden wollen Paulus umbringen, ihn aus der Welt schaffen, haben sich gegen ihn verschworen, so wie die Brüder sich gegen Josef verschworen haben. Ja, du bist kein Romy Schneider mehr. Ja, die Leute bilden sich so viel ein. Guck mal an, die Superheilige, verstehst du, die Superfromme. Die waren alles nur fromme Jäger, die einen gejagt haben, einen getrieben haben, die einen nicht in Ruhe ließen. Aber bleib ruhig, bleibe ruhig. Gott kommt mit deinem Leben zum Ziel. Du hast Schwierigkeiten, vielleicht anderen zu vertrauen und tust trotzdem, weil du ihnen helfen willst und du ihnen gar nicht helfen kannst, obwohl du willst. Verstehst? Josef wollte seinen Brüdern helfen, David wollte seinen Brüdern helfen, aber die wollten diese Hilfe gar nicht. Ja? Lebe einfach das Leben, das Gott dir gegeben hat zum Leben. Darauf bist du angewiesen, ja? Ob das der Staat das will, ob die Regierung das will, die Kirche das will, die Gemeinde das will, vergiss es, lebe dein Leben. Ja, bei vielen Menschen sind die Sicherungen durchgebrannt. Sie werden versuchen, alles Mögliche zu unternehmen und dich aus der Welt zu schaffen. Aber die kriegen dich nicht aus der Welt. Du überlebst immer. Und stell mir vor, der Josef lebt in Ägypten. Dann erzählt der Vater Jakob, da ist ein Mann, der hat Korn, die Fülle, die Silos gefüllt und. Warum? Weil er vorgesorgt hat, weil er vorgeplant hat. So viele Menschen, die suchen den Tod und finden den Tod nicht. Sie möchten sterben und können nicht sterben. Ja, ich bin bei dir, sagt Gott. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Viele Menschen haben die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen und das wissen sie nicht mal, was es ist, verstehst du? Aber Gott hat einen Plan für ihr Leben. Gott hat einen Plan für ihr Leben. Die Brüder Josefs können nur durch eine Hungersnot gerettet werden, indem sie
wissen, dort ist ein Mann, der hat Brot, die Fülle. Und es ist gut, dass du weißt, du hast einen Bruder, einen in Christus, einen Freund, der hat Brot, die Fülle. Mein Vater hat Brot, die Fülle, hat der verlorene Sohn gesagt. Ja, und ich will es meinem Vater geben. Und ja, und dann kommt er nach Hause, angekrochen, wie auch immer ist. Im zweiten Jahr der Hungersnot. Josef weiß, meine Brüder werden kommen, angekrochen werden sie kommen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott macht alles ganz anders, als wir denken. Ja, in aller Liebe, in aller Liebe. Gott macht es anders, als du denkst. Ja, Gott ist ein Querdenker. Armer Josef muss so viel erleiden. Er hat sich vielleicht gefragt, wozu bin ich denn geboren? Wozu bin ich auf der Welt? Ja, du bist auf dieser Welt, um Gottes Willen zu tun, um deine Familie zu retten. In aller Liebe, ob du es verstehst oder nicht verstehst heute. Ja. Die Ordnung Gottes wird durch die aufkommenden Probleme wiederhergestellt. Die meisten Leute verstehen das nicht, warum das alles geschieht. Ja, kein Augenblick bist du allein, vergessen, aufgegeben von Gott. Gott hat einen Plan für jeden einzelnen Menschen. Das meiste kommt ja, in unserem Leben, weil wir uns falsch entscheiden oder die Brüder sich falsch entscheiden. Die verkaufen einen, ja, zuerst mal werfen sie in eine Zisterne und dann kommen diese Händler vorbei und die nehmen den Josef mit nach Ägypten. Weißt du, Gott macht Wege, wo keine Wege sind. Ja, ich bin es Wege. Ja. Und du bleibst am Leben, bleibst gesund und kommst in einem Haus von Potiphar hier und so weiter, geht's weiter. Und du musst ständig sich entscheiden für das Gute, für das Richtige, für das Wahre, für das Unsichtbare, für den Willen Gottes in deinem Leben. Und daraus ergibt sich dann, dass du weißt, ich bin hier am richtigen Platz, im richtigen Augenblick, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Situation. Das ist eine Hungersnot, weltweite Hungersnot, aber Gott hat mich hierher geschickt, damit ich meine Familie rette vor dem Hungersnot. In unserem Leben, ja, müssen wir immer wieder neu umdenken und sagen, dein Wille geschehe, dein Plan geschehe in unserem Leben. Wir müssen immer wieder umdenken und uns konzentrieren auf das Wesentliche, was kein Auge gesehen hat, kein Mensch gedacht hat, kein Mensch gefühlt hat. Ja, plötzlich anders umdenken, wie auch immer, Gedanken machen, sich vor den Augen führen, was hat Gott für mein Leben geplant, was will er denn? Ja, Gott hat dich hierher geschickt, nach Deutschland, vielleicht in Europa, vielleicht irgendwo als Flüchtling von irgendwo weit her. Ja, du bist hierher gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Ja, und mach dir klar, für was bin ich da? Du musst wählen. Das ist mein Thema. Du musst wählen, dir den Kopf machen, wozu bin ich da? Und oft weißt du es gar nicht, wozu du da bist. Das weiß allein der Vater im Himmel, wozu du da bist. Wer die Wahl hat, hat einmal jemand gesagt, hat die Qual. Du musst nachdenken, dich auseinandersetzen, bedenken. Ja, du musst dich neu orientieren und sagen, ja Herr, ich glaube, dein Wille geschehe in meinem persönlichen Leben. Du musst dich entscheiden, zum Beispiel, was esse ich heute? In aller Liebe. Ja. Ungefähr 35% der Krebserkrankungen werden durch ungesunde Ernährung begünstigt, weil die Leute verkehrtes Essen, ungesundes Essen. Viele Menschen rauchen. Trinken übermäßig Alkohol und Alkohol ist als Auslöser für viele Risikofaktoren im Leben eines Menschen. Es könnte vieles vermieden werden, wenn ich gesund leben würde. Du musst dich entscheiden. Will ich das oder will ich nicht? Will ich frühzeitig sterben oder wie auch immer? So einfach geht es bei Gott. Eine Hungersnot kam im Land, steht ja in der Bibel so, beim Jakob und den Brüdern. Da geschah vielleicht ein Vulkanausbruch. Da passierten Ernteausfälle oder eine Katastrophe oder eine Krise. 7 magere Jahre kamen ins Land. Ja. Und da kommen sie gekrochen, wenn nichts mehr hilft, wenn die Wissenschaft nicht mehr hilft, die Astrologen nicht mehr helfen und versagen, da kommen sie gekrochen nach Ägypten. Da wollen wir gar nicht hin, aber da müssen sie hin. Weißt, manchmal müssen wir Wege gehen, die gar nicht uns passen, uns ja, gar nicht gelegen sind. Da kommt ein Komet auf die Erde zugerast. Oder das kann nicht mehr abgewendet werden. Oder ja, nicht mehr abgefangen werden. Und die Leute haben die Hosen voll. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ganz schnell. Gar nichts mehr. Dann musst du in deinen Bunker gehen und dich verkriechen.
wo auch immer. Und dafür haben wir auch diesen Saal hier gemietet. Ja, deshalb auch diese Predigten. Ja, wenn alles mal zusammenbricht, die Leute kommen angekrochen. Pass auf, was da passiert, wenn ein Komet auf die Erde zukommt. Und da kommt irgendwann in die nächste Zeit irgendwer ein Asteroid oder was auch immer ist, auf die Erde zugerast. Im zweiten Jahr die Hungersnot. Ja, aber Gott sei Dank, da war der Josef da. Halleluja, da war der Platz da. Wenn es einem gut geht, brauchen wir Gott. Und den Herrn mal tut es auch nicht. Verstehst du, es ist blendend, brauchen wir nicht. Aber wenn es schlecht geht, ja, wenn die Erde mal wackelt und bebt, ich werde nie vergessen, Heilbronn hat die Erde mal gebebt, da stehen Leute um 9 Uhr, eigentlich habe ich den Gottesdienst um 10 Uhr gehabt, um 9 Uhr stehen sie vor der Tür. Herr, mal tut es, machen Sie schnell die Tür auf. Wir haben ein Erdbeben hier gehabt, ich habe es gar nicht gemerkt, verstehst du, aber die Leute haben gemerkt, ja. Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald, vergiss doch, verstehst du? Da werden die Leute aus dem Schlaf geweckt. Warte mal ab. Ja, es ist noch nicht Feierabend. Wir müssen einfach aushalten, einfach unsere Arbeit tun, zur Zeit und zur Unzeit, gelegen und ungelegen, erdulden, ertragen, durchstehen. Ja, das ist manchmal nicht leicht. Ich weiß, wie es ist, verstehst du? Es ist nicht einfach. Gut, dass wir den Heiligen Geist haben, der hilft uns durchzuhalten, in guten und schlechten Tagen. Ja, er hilft uns, unsere Schwachheiten, unser Leben, ja, er hilft uns, ja, dass sie immer wieder neue Predigten haben für Menschen, ja, die in Not sind, die Hilfe brauchen. Und ich sage euch, es wird eine Not kommen und die Not wird anheben, steht in der Bibel. Die Not wird anheben. Es wird alles teurer, das merken wir jetzt schon, verstehst du? Das merken wir jetzt schon. Ja, ich war gestern zu Hause, habe durchs Fenster runtergeguckt, jedes zweite Fahrzeug war ein Traktor. Die Bauern kamen nach Hause, weil die 96a nicht durchfahren konnten, haben sie die Verbindung Kastanienallee genommen zur 96b, verstehst, und ist bei mir vorbeigefahren. Egal was war, die haben gehupt und was weiß ich, sich gemeldet, weil die Straßen waren zu voll gestern Abend. Zu voll. Gut, dass wir Jesus haben. Gut, dass wir zu ihm beten können. Ich muss wählen, wie ich mit Jesus weiterlebe, wie mein Innenleben gestalte, ja, wie meine Beziehung zu dem lieben Gott ist, ja, ob ich ihm vertraue oder nicht, ob ich weiß, bei Gott ist alles möglich. Ja, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, deshalb predige ich zur Zeit und zur Unzeit gelegen und ungelegen, ob es passt oder nicht. Ja. Jemand hat mir diese Tage geschrieben, wer keine Feinde hat, der braucht keinen Charakter. Ja. Ich habe viele Feinde und ich habe Charakter und ich predige gelegen und ungelegen. Ich bin erstaunt. Ich habe in Eppingen mal vor Jahren mal eine Gemeinde angefangen und heute explodiert die Gemeinde fast, verstehst du? Hat sogar viele Lieder auf dem Internet, im YouTube verbreitet, Lieder und so weiter. Diese Gemeinde, die ist dynamisch, verstehst du? Manchmal denke ich, wie oft bin ich nach Hause gefahren, Sonntagabends nach dem Gottesdienst, habe gedacht, unsere Arbeit ist für den Herrn vergeblich. Aber da hat der Herr gesagt, nein, eure Arbeit ist nicht vergeblich, nicht umsonst. Einfach, wir streuen den Samen aus im Glauben und in der Ewigkeit geht es auf. Ja, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Weiter, es gibt eine Weiterentwicklung. Und wir sollen mutig sein, einfach den Samen ausstreuen zur Gelegenheit und Ungelegenheit. Egal, was es ist. Wir sollen vordringen in neue Sphären, neue Bereiche. Ich denke hier an Jack Picard, der hat einen Rekord in seinem Leben gebracht. Ja, er sank, ist zuerst mal in die tiefsten Stelle der Welt gegangen und dann in die höchsten überhaupt. 50 Kilometer im Ballon ist er um die Erde geflogen in 20 Tagen. Und dann im Marianengraben ist er drunter getaucht, in der tiefsten Stelle des Meeres überhaupt. Ja, und wir sollen beides kennenlernen, die Höhen und die Tiefen. Nicht nur auf der Ebene leben, verstehst du? Nein, die Höhen und die Tiefen. Am 23. Januar 1960 tauchte er in der Tiefe im Marianengraben im Pazifik und dann 20 Tage später, ja, 27. Mai an meinem Geburtstag, 27. Mai 1931, hat er die ganze Erde umrundet in 20 Tagen und nicht einmal 20 Tage. Du musst es leisten, die Höhen und die Tiefen erleben. Und Gott hat uns auf dieser Welt platziert, damit wir die Höhen und die Tiefen des Lebens erleben. Und hat
mit seinem Ballon in 20 Tagen ohne Zwischenlandung die Erde umrundet. Stell mal sowas vor, 1931. Und dann landet er in Ötztal im Gletscher, einer schönen weißen Ebene, da wo der Ötzi gefunden wurde. Ja, da landet er 1931 im Schneefeld. Wir müssen lernen, eigenständig zu denken, Brüder und Schwestern, eigenständig zu denken. Und ich sage es noch einmal, eigenständig zu denken. Ja. Neugierig sein, sich interessieren, selbst nach Lösungen suchen, die Zusammenhänge verstehen, warum und weshalb das alles da ist. Deshalb sind wir auf dieser Welt. Ja, und wissen, reicht es oder reicht es nicht aus? Eine andere Sache, Computer haben keine Probleme. Computer sind nur da, damit wir die Probleme mit dem Computer lösen. In aller Liebe. Ja. Grundsätzlich, wir ernähren uns falsch. Nicht mehr so wie es im Paradies, sondern wie wir in der Hölle ernähren würden, saufen und fressen. Aber das ist nicht das Leben. Ist nicht das Leben. Wir müssen beten aus dem Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Ich weiß gar nicht, warum diese Bitte im Vater unser drin ist, aber es ist drin. Weil so vieles auf unser Leben aus der Teufelsküche kommt, aus der Chemie, was gar nicht mehr gesund ist. Der Teufel serviert uns eine fettreiche Speise. Ich habe in der Bibel studiert, warum wir dies und jenes nicht essen sollen. In 3. Mose Kapitel 3, Vers 16, da heißt es, alles Fett und alles Blut sollt ihr nicht essen. Ja, ablehnen. Fett, das ist, aber was essen die Leute nur? Fette Speisen. Kann gar nicht fett genug sein. Und in 3. Mose 3, Vers 16, da heißt es, das ist eine ewige Satzung, Fett vom Rind und Schaf oder leckere Speisen sollt ihr meiden und wir möchten so leicht essen. Weißt du, die ganzen Speisen, die wir heute essen, die Delikatesse sind, das waren arme Leute essen früher, arme Leute. Fang an, wie ein armer Mann, eine arme Frau zu essen. Du musst wählen, du musst wählen. Was das Erste, die Priorität in deinem Leben ist, was zuerst kommt, ja, was Vorrang hat, was wichtig ist. Die Olympischen Spiele 1924 in Paris, ja, da waren Leute dabei, die haben gekämpft. Was ist das Wichtigste? Wichtigste ist, dass ich eine Goldmedaille bekomme, dass ich Sieger werde, dass ich das und das und jenes erreiche. Ja, im Kanu oder was auch immer war damals. Und es ist so wichtig, dass du das Ziel erreichst. Das Ziel erreichst. Nicht nur, dass du dabei bist, sondern dass du das Ziel erreichst, dass du Sieger bist. Wer auch immer, ich bin bei dir, haben wir in diesem Lied gehört, ich bin bei dir. Was kommt auf uns zu? Wisse, nichts Gutes, in aller Liebe, nichts Gutes. Ja, tolle Zeiten, kritische Zeiten. Ja, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in aller Ewigkeit. Das ist, worauf es ankommt. Viele Menschen haben den Sinn für das Leben verloren. Die Frage, wie viele Spielzeuge braucht ein Kind? 3, 4 Spielzeuge und da ist es glücklich. Aber unsere Kinder haben heutzutage viel mehr Spielzeuge, als was sie wirklich brauchen. Die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Viele leben so in den Tag hinein. Sie lassen sich treiben. Sie haben keine Vorstellung vom Leben. Du musst wählen. Das will ich und das will ich nicht. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Mit dem will ich was zu tun haben, mit dem will ich nichts zu tun haben. In der Schule lernt man viel, aber das Wenigste brauchst du. Ja. Stell dir vor, ja, das brauchst du gar nicht, was du in der Schule lernst. Vieles brauche ich nicht, weißt? Ich frage mich selbst, warum habe ich so viel gelernt? Wozu? Das ist eine Vergeudung für mein Leben. Heute wird so viel vergeudet im Leben. Das Leben hat wichtige Sachen. Und das, was du lernen solltest, lernst du nicht. Lernst nicht mal in der Gemeinde, in der Kirche oder wo auch immer. Der Mensch wird geistlich blind, weil er blind geboren ist. Wir denken nur, das ist das Wichtigste, das ist das Wichtigste. Ja, das, was du für das Jenseits brauchst, für die andere Seite des Lebens, für die unsichtbare Welt. Jesus sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Was nützt es? Du gehst in der Ewigkeit und das war für die Katz alles, was du gemacht hast.
was nicht verstanden, das Wesentliche, worauf es ankommt, am Tag des Gerichts. Da werden wir viele Überraschungen erleben, warum das alles so ist. Das, was dich zufrieden macht, das ist, was du brauchst. Was dich glücklich macht, was dich reich macht. Ja. Das, was Frucht in deinem Leben bringt, das ist das Wichtigste. Was dich selbst zufrieden macht, ich danke Gott. Ja. Wofür könntest du heute Gott danken in deinem Leben? Überleg einmal. Ich habe lange Zeit nicht verstanden, dass manche Geschwister aufgestanden sind und gesagt, ich danke Gott, dass ich aufstehen kann jeden Tag. Ich wusste gar nicht, wie wichtig das ist, dass man jeden Tag aufstehen kann. Ja, viele Menschen haben vergessen, worauf es wirklich ankommt, der innere Mensch. Was ist das Wichtigste? Viele sind innerlich schwach. Sie wissen nicht, was sie aus ihrem Leben machen müssen. Wie sie die Stimmen, was sie hören, wie sie einfangen sollen, was sie aus diesen inneren Stimmen machen möchten oder sollten. Ja, Josef wusste in Ägypten, Silos bauen. Es kommen 7 fetten Jahre und dann kommen 7 magere Jahre. Ja, hab deine Probleme in den Griff, was aus deinem Leben wird. Verstehe dein Leben. Fang mit deinem Leben was an. Der Körper ist so wichtig, dass du hier auf dieser Erde anfängst, alle Sachen zu sortieren. Worauf kommt es wichtig? Ja, vielleicht müsste ich dir auch noch, obwohl du kein Berliner bist, ein paar Wahlunterlagen zuschicken. Du musst jetzt wählen auf das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was sind deine wichtigsten Prinzipien? Ja. Teile die Bibel richtig, zum Beispiel das Alte Testament und das Neue Testament, verstehe es richtig. Setze Prioritäten für dein Leben. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes. Seht ihr in der Bibel einmal. Es gibt eine höhere Ebene des Lebens. Die meisten haben es noch gar nicht kapiert, dass es sowas gibt. Noch nie was gehört. Ja, du musst eine Entscheidung treffen. Dir etwas sagen und dann auch demnach was tun. Schritte unternehmen. Die Bibel aufmerksam studieren. Was ist das Wichtigste für mein persönliches Leben? Die Offenbarung. Ja, worauf kommt es an? Man sagt auch, ja, wir stehen für die Wahrheit. Aber was ist die Wahrheit? Hat der Pilatus mal gefragt, was ist die Wahrheit? Wir stehen vor der Wahrheit. Frag, finde heraus für dein persönliches Leben, was ist das Wichtigste? Worauf kommt es an? Was brauchst du? Was braucht der Mensch, wenn er gestorben ist? Überleg einmal. Ich will dir nicht mit dem Tod drohen, aber wir müssen sterben. Und was ist dann? Was ist es dann? Was ist es dann? Finde heraus, was dann kommt. In der Bibel heißt es, dein Wort ist meine Speise, mein Licht, mein Leben. Verstehe das Wort Gottes. Ja, und so viele Menschen vertauschen die Herrlichkeit in der Nichtigkeit dieses Lebens. Was ist das Leben? Ein Auto, eine Frau, ein Haus, ein Mann. Verstehst du, was ist das Leben? So schnell geht das Leben vorbei. Und Jesus hat zu Martha einmal gesagt, eines fehlt dir noch. Ja, und was ist, was mir noch fehlt? Ja, du machst viel für den lieben Gott, so wie diese Martha. Sie kocht und sie brutzelt und die Maria da, die sitzt zu den Füßen Jesu und lauscht ihm zu. Sag doch meiner Schwester, sie soll mir auch in der Küche Geschirr abspülen helfen. Ja, der Heiland hat nicht gesagt, Martha, Martha, du bist fleißig, bist okay, aber die Frau hier, die Maria, hat das gute Teil erwählt. Worauf liegt die Betonung Gottes in deinem Leben? David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und du solltest auch eine Frau, ein Mann nach dem Herzen Gottes sein, die den Willen Gottes tut. Wo sind heute die Menschen, die bei Gott fest angebunden sind, die von Gott sich führen und leiten lassen? Wo sind die Menschen, die auf das Wort Gottes hören? Warte mal, bis ein Komet auf die Erde zurast. Ja, und plötzlich hörst du. Und die NASA ist gar nicht so sicher. Die sagt, wir leben in gefährlichen Zeiten. Das kann alles passieren, jeden Augenblick. Und dann, lieber Gott, bitte hilf mir. Ja, da brauchst du einen Bunker, sichere Räume, wo du dich verkriechen kannst.
Es sind so viele Menschen, die sich so sicher wiegen. Ach, Mühe, kann nichts passieren. Pass auf. Jetzt habe ich gelesen, dass Deutschland abgenommen hat in der Wirtschaft, dass die Russen besser dastehen als die Deutschen mit ihrer Wirtschaft. Verstehst? Die sanktionieren da fleißig und denken, die können den Russen was in die Pfanne hauen, aber die Russen, ihre Wirtschaft floriert und die deutsche Wirtschaft geht bergab. Ja, und das merken wir gar nicht. Weil du merkst gar nicht, wie ein Frosch im Kochtopf. Das merkst du gar nicht, wie es bergab geht, wie die Sache runtergeht und man verloren geht. In Offenbarung 3, Vers 17, da lese ich, du sagst, ich brauche nichts, denn ich weiß. Ja, und so weiter. Und da sagt der liebe Gott, und du bist blind und weißt nicht. Und ich rate dir, dass du Augensalbe kaufst, damit du sehen magst. Und wer Ohren hat, der höre. Ja. So viele Menschen sind selbstzufrieden. Mir kann nichts passieren. Und plötzlich sitzt du in der Patsche. Entschuldigung, aber so kann es ganz schnell gehen. Schneller als du denkst, dass du arbeitslos bist, dass du krank bist, dass du Krebs hast, dass du das hast und dass du jenes hast. Ja. Wer Ohren hat, der hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Gib dich nicht zufrieden, selbstzufrieden, ist gefährlich. Ja. Bleib auf der Wellenlänge Gottes. Höre, was der Geist zu sagen hat. Eins tut euch Not. Ja. Ich rate euch, du kaufst Gold, das durchs Feuer geläutert worden ist. In Lukas Kapitel 10, Vers 38. Martha hat viel Mühe, ihm zu dienen, also Jesus zu dienen. Beklagt sich bei Jesus und sie trat hierzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alles allein machen? Sagst ihr nicht, sie soll mir helfen? Und der Herr sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorgen und Mühe. Ja, Bruder, Schwester, du hast viele Sorgen und Mühe. Aber eins ist die Not. Ja, eins ist die Not. Maria oder wer auch immer hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen sein. Ja, einst fehlt dir. Hast du das, was dir fehlt? Ja, das ist eine ganze Menge guter Dinge, was du alles tun solltest. Ich bin bei dir. Ja, Halleluja. Der Herr ist mein Hirte. Ja, du tust so viel. Ja, aber Jesus fragt nicht, ob du beschäftigt bist oder nicht beschäftigt bist. Hast du das gute Teil erwählt? Hast du das gute Teil erwählt? Was ist dieser eine? Jesus und seine Jünger waren in Bethanien. Martha nahm ihn freudig auf. Ja, du hast auch Jesus begeisternd aufgenommen. Mein Herr, mein Gott, mein Heiland, mein Hirte. Ach, was weiß ich alles. Aber du hast Jesus nicht an dem Platz, wo er sein wollte. Währenddessen begann Jesus zu den Anwesenden zu predigen, was er auch da gepredigt hat. Und als Martha herausfand, dass ihre Schwester Maria sich hingesetzt hat, ihm zugehorcht hat, Herr, hier ist gut sein. Halleluja. Hier ist gut sein. Ja, Herr, hier bin ich und mühe mich nicht in der Küche ab bei meiner Schwester Martha. Ja, hier höre ich dem Heiland zu, höre der Predigt des Wortes Gottes zu, denn der Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus der Küche. Nicht, dass du fleißig bist, verstehst du dies und jenes erledigst. Ja, Martha wurde zurechtgewiesen. Sie und nicht Maria war im Unrecht. Und das ist das Problem. Viele Christen denken, ja, der macht zu wenig, der geht nicht auf die Straße, der missioniert nicht, der macht das nicht, der macht das nicht, der macht das nicht. Nein, irgendwo habe ich aufgehört, auch das und jenes zu machen. Der liebe Gott hat zu mir gesagt, du erarbeitest dich in der Menge deiner Wege, deiner Aktionen. Sie hatte Jesus ja, in ihrem Haus aufgenommen, aber sie hat keine Zeit für Jesus gehabt. Du nennst dich Christ, ja, so Heilands. Mensch, verstehst du, ich liebe den Heiland. Martha ist so ein Bild für die heutigen Christen. Die haben den Herrn aufgenommen, kochen für den Heiland, brutzeln für den Heiland, backen für den Heiland, was sie alles für den Heiland machen. Die dienen anderen Menschen, aber nicht Jesus in aller Liebe. Trotz ihres Eifers tadelt Jesus sie in aller Liebe. Ja? Ich bin bei dir, der Herr ist bei dir, ganz klar. Sie war falsch gewickelt. Und so viele Christen sind falsch gewickelt heutzutage. Also ich bin schockiert. Entschuldigung, dass ich das bin. Oh Gott möge mir vergeben. Aber ich bin in den 55 Jahren falsch schockiert. Ich bin schockiert über die vielen Christen. Die tun viel für den Heiland, aber nichts für den Herrn Jesus Christus in sich selber.
Wie ist es mit dem Jesus in dir? Martha, Martha, du machst dir so viel Mühe. Sie wurde getadelt. Sie hat das Wichtigste vergangen in ihrem vergessen in ihrem Leben. Ja, Maria hat das gute Teil erwählt. Ist es nicht komisch, was der Herr Jesus hier sagt? Ja, sie saß einfach zu den Füßen Jesu, hörte seine Worte, beherzigte seine Worte, nahm diese Worte ernst. Sie hat Jesus zugehört, was er ihr zu sagen hat. Und der Herr Jesus hat jedem Menschen so viel zu sagen. Sie tat, was sie gehört hat. Wie viel Raum gibst du Jesus in deinem Leben? Und da war kein Raum in der Herberge in Bethlehem damals. Wir kommen ja von Bethlehem alle noch her. Ja. Kein Raum. Da war so viel Rummel. Die Hirten, die Weisen, ach, was weiß ich, was für Gesindel das alles noch war. Aber für Jesus war kein Raum. Der liebe Heiland konnte zu ihnen nicht sprechen, nicht einmal die Engel. Die Küche war Martha wichtiger, als Jesus zuzuhören. Die Küche. Ja, die irdischen Dinge, die Zwiebel schneiden, war ihr wichtiger, als Jesus zuzuhören oder den Knoblauch zu schneiden. Die Arbeit war ihr wichtiger, als Jesus zuzuhören. Ja. Die alltäglichen Angelegenheiten waren ihr wichtiger. Aber Jesus sagt, Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Für Jesus ist das Fundament das Wichtigste. Maria hat sich Zeit für Jesus genommen. Wie viel Zeit nimmst du dir für Jesus? Oh, denk drüber nach. Ja, seine Gegenwart, wie wichtig ist sie? Ja, nicht das Perfekte, das gute Essen, verstehst du? Wie wichtig ist Jesus für dich? Ohne Liebe bröckelt alles zusammen, vergeht alles, ist gar nichts wert. Ja, die Liebe ist das Wichtigste, nicht Weissagen und Wahrsagen und weiß der Kuckuck noch was, verstehst du, das ganze fromme Zeug. Ja, das ist alles vom Teufel, in aller Liebe, wie wichtig es auch immer ist. Bevor wir Gott dienen, müssen wir zuerst mal erleuchtet werden, von dem ganzen frommen Blödsinn befreit werden. Ja. Zuhören dem Heiland. Was sagt er? Die Erkenntnis. Aus Mangel an der Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde, steht einmal in der Bibel. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Sie hat das gute Teil erwählt. Das ist das Wichtigste. Darum ist das Hören das Allerwichtigste. Bruder, Schwester, es ist so wichtig, das Wort Gottes zu hören, nicht nur Halleluja zu singen und zu wedeln in der Hand und zu tanzen, zu hüpfen, sich überschlagen. Das Wichtigste ist zu hören, was er euch sagt. Das ist die Grundlage. Jesus will uns helfen, ihn zu verstehen. Ja, dass wir ihm anfangen zu dienen. Bei Jesus ist das Wichtigste zu hören, das, was sie Maria erwählt hat. Sie hört, sie hört, sie hört. Ja, hörst du? Hörst du die Stimme des Bräutigams? Wir können von lauter Arbeit, Verpflichtungen, Treffen, Gottesdiensten, Aktionen lernen und studieren, das Hören vernachlässigen. Wir können das. Jesus sagt, an jedem Tage werden viele sagen, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt, haben wir nicht in deinen Namen das und das getan. Ja. Und der Heiland wird sagen, ich kenne euch nicht, wer seid ihr denn, wo kommt ihr her? Das alles sind Marterseelen. Wo ist die Maria? Ja, Martha sehen, die viel Arbeit haben. Maria ging nach dem Hören, was Jesus sagt. Ist so wichtig, Geschwister, dass mir jetzt, ja, nachdem ich älter geworden bin, so wichtig zu hören. In den Sendschreiben heißt es immer wieder, siebenmal, wer Ohren hat, höre, was der Geist in den Gemeinden sagt. Ja, dass wir nicht mehr nach dem Schauen wandeln, nach dem Äußern, was da passiert, wie viele Leute da sind. Unsere Entscheidungen werden ja, hier innen drin getroffen. Was ist wichtig, was ist unwichtig? Was wir hören, ja, und tun wir das auch? Wahlunterlagen werden mir zugeschickt, verstehst du? Ich bin, ja, ich habe es ja geholt, ich könnte jetzt Briefwahl machen, ich könnte das machen und das machen. Nein, ich werde schon wählen und ich weiß schon, wen ich wähle. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir wählen im Leben. Wählen im Leben. Das Sehen widerspricht oft der Realität. Nicht alles, was du siehst, ist das Wirkliche, was Wahre, sondern was du nicht siehst. Wie geschieht das alles? Gut, dass du es fragst. Ja, es geschieht im Verborgenen, im Stillen, indem wir mit Gott
uns sammeln und vor Gott sammeln, vor sein Angesicht treten, wie auch immer. Wir sollen hören, was sagt der Geist Gottes dir ganz persönlich, wo du auch sitzt. Ja? Kannst du das glauben? Kannst du das annehmen? Sitzt du wie Maria zu den Füßen Jesu? Heiland, sprich, deine Magd, dein Knecht hört. Du kannst noch so viel hören, aber was setzt du um? Darauf kommt es an. Jesus sagt dem reichen Mann, sie haben Moses und die Propheten, lass dieselben hören. Ja. Hör den Matthäus, der predigt noch viermal in der Woche. Lass ihn mal hören. Du musst nicht da irgendeine Offenbarung aus Amerika hören oder aus Asien oder Südamerika oder Südafrika. Ja. Fang an zu hören. Maria hörte und sie handelte danach. Ich kann mir vorstellen, wie sie nach Hause ging. Was hat er denn wirklich gesagt? Was wollte er eigentlich? Ja. Und Martha, die schneidet die Knoblauch und die Zwiebeln. Sie wollte Lob hören, Anerkennung hören, Aufmerksamkeit hören. Martha, Martha, ja. Martha, Martha, wie fleißig du bist. Sie wollte, dass Jesus der Maria sagt, hilf deine Schwester. Aber nichts von dem. Sie wollte Lob und, was weiß ich, Ehrung und eine Auszeichnung hören. Sie wollte, dass der Herr Jesus die Maria zurechtweist. Aber der Heilige macht sowas nicht. Der Heilige macht nichts zurecht. Ja, es ist wichtig zu erfahren, was denkt Gott über mich? Willst du das wissen? Ja, dann komm in meine Versammlungen. Hör meine Predigten. Und dann erfährst, was denkt Gott über dich? Und zwar gar nichts. Du bist Gott egal. Verstehst du? Du hast 10.000 Leute auf der Straße, kann diese Leute sich erwählen. Sein Wort hat Priorität, Bedeutung, Vorrang und Vorzug. Ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes hören. Das Wort Gottes richtet uns auf und ab. Martha sorgte nur für das leibliche Wohl. Lukas Kapitel 4, Vers 4. Ja, der Mensch sorgt nur für das leibliche Wohl. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Genieße die Segnungen Gottes. Du musst täglich die Segnungen Gottes genießen. So wie du den Sauerstoff jeden Tag aufnimmst, einatmest und das wird durch deinen Körper geflutet. Verzichte nicht auf Sauerstoff, du brauchst Sauerstoff. Maria, die saß zu den Füßen Jesu und horchte den Heimlern zu. Die Menschen waren in den Tagen Jesu von Jesus ergriffen. Bist du von Jesus ergriffen? In meiner Bibel heißt es, meint ihr, denkt ihr, wenn ich wiederkomme, dass ich Glauben finde auf Erden? Nein. Die Leute werden alles vergessen. Denen ist Essen und Trinken das Wichtigste. Fang an, Platz für Jesus in deinem Leben zu machen. Setz dich hin, hör zu. Oder geh ins Bett und hör meine Predigen zu. Was auch immer sein. Ich möchte dich nur einfach ermutigen. Weißt du, ich mache mir nicht umsonst mit diese Predigten und allein mache mir so viel Mühe. Ja, ich möchte den Menschen helfen, auf die Beine zu kommen, im geistlichen Leben zu wachsen. Ja, dass du wie Maria zu den Füßen Jesu sitzt, egal was die Leute da drängen und was glauben. Ja, Gott will zu dir reden. Gib dem Heiligen Geist Raum. Nicht nur deinem Verstand. Ich predige auch für den Verstand. Mir ist der Verstand sehr wichtig, aber das Herz ist das Wichtigste. Was nützt es, du weißt so viel, aber dein Herz kapiert es nichts. Ja, du nimmst nicht wahr. Gott spricht zu deinem Herzen, demütig werden, bescheiden werden, was auch immer ist. Rede, dein Knecht, deine Magd hört. Rede. Bitte Gott, dass er durch diese Predigt, auch hier durch diese heutige Predigt zu dir spricht. Unsere Einstellung, und das ist, du musst wählen, unsere Einstellung ist ausschlaggebend, wie das Wort Gottes bei uns ankommt. Ja, Herr. Amen. So sei es. Ist so wichtig, dass du das Wort Gottes hörst und annimmst in einem feinen, guten Herzen. Es ist so wichtig, dass wir die Worte Gottes einsammeln, auch wenn es klein ist. In Lübeck, da ist in der Kirche, in der Hauptkirche so ein Spruch, ihr nennt mich Meister und fragt mich nicht. Ihr nennt mich Licht und ihr seht mich nicht. Ihr nennt mich Weg und ihr geht mich nicht. Ihr nennt mich Leben und ihr begehrt mich nicht. Ihr nennt mich Weise und ihr folgt mir nicht. Ihr nennt mich schön und ihr liebt mich nicht.
Ihr nennt mich reich und bittet mich nicht. Ihr nennt mich ewig und ihr sucht mich nicht. Ja. Ihr nennt mich barmherzig und traut mir nicht zu. Ja. Ihr nennt mich allmächtig und ehrt mich nicht. Ihr nennt mich gerecht und fürchtet euch nicht. Und wenn ich euch verdamme, dann wundert ihr euch. Ja. So steht es, dieses Wort da aus Matthäus 25 im Lübecker Dom. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du alle Tage bei uns bist, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Und ich möchte gerade diese Predigt dir anbefehlen. Heiliger Geist, öffne die Herzen, rede zu den Menschen, wo sie auch immer sind. Lass doch, dass sie dich erkennen und dass sie mit dir leben. Es ist so wichtig, dass sie dich erkennen, nicht mich, sondern dich, Herr Jesus Christus. Und ich segne alle, die jetzt die Predigt hören. Heiliger Geist, ich bezeuge und du überzeugst die Menschen. Amen. Amen. Wir hören das schöne Lied, alle deine Gnade genügt. Halleluja. Und wir preisen Gott und geben Gott die Ehre. Die Gnade genügt, die Gnade arbeitet an uns. Gott möge mit uns sein. Amen.